Es kommt darauf an, im eigenen Leben so sensibel zu werden auf das, was Gott von mir will, dass ich den Beruf finde, der meine Berufung ist. Wenn ich merke, dass Menschen angerührt sind, das ist die Erfüllung, die jeder in seinem Beruf braucht. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und von daher würde ich gerade den jungen Menschen den Mut zu sprechen, etwas Neues in ihrem Leben zu wagen. Wir stehen nicht am Ende der Kirchengeschichte, wir stehen mittendrin. Und von daher brauchen wir jeden, der Zukunft mitgestaltet. Einfach zu zeigen, dass der Glaube für sie im Alltag eine tragende Stütze sein kann. Priester in der heutigen Kultur zu sein, ist eines der spannendsten Dinge, die es gibt. Weil ich glaube, so vielschichtig wie jetzt die Zeit, war, glaube ich, die Zeit noch nie. Dieses Fröhliche, dieser Tatdrang, diese Kraft, diese Power, die Jugend hat, die ist etwas ganz Faszinierendes und die kann man in der Kirche wunderbar einsetzen. Ich glaube, dass Berufung immer was ist, das zu dem einzelnen Menschen passt. An Gott zu glauben bedeutet auch viel Vertrauen in ihn zu haben. Ich glaube, es geht kein Glaube, wenn es nicht das Vertrauen auch gibt, dass er da ist.